Hallihallöchen, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu unserem PC-Projekt. Dieses kleine Video habe ich euch ja schon so ein bisschen angespoilert, ihr wisst also eigentlich schon, worum es geht. Ich habe nämlich heute die erste harte Ware tatsächlich mal dabei zu unserem PC-Projekt. Also zum ersten Mal gibt es was zum Anfassen, Auspacken und Anschauen. Und im ersten PC-Video, im ersten Project X-Video habe ich euch ja erzählt, was mein persönliches Traumgehäuse für dieses PC-Projekt wäre. Nämlich das Corsair Obsidian 750D. Mit Fenster, also so als Best-Case-Szenario quasi. Best-Case-Szenario. Na, wer hat den verstanden? Ja, und Corsair hat gesagt, kein Ding, machen wir. Achso, dann schreibe ich übrigens am besten wieder hier hin, dass dieses Video unterstützt wird von Corsair. Also die haben mir dieses Ding hier tatsächlich geschickt, was ich sehr geil finde. Aber es ist da, also mehr dahinter stehen kann man ja gar nicht. Ich habe euch ja im ersten Video gesagt, dass ich das hier haben möchte. Und ich hätte es mir wahrscheinlich sonst auch gekauft. Insofern perfekt. Letzten Endes bleibt gerade das Gehäuse natürlich sehr Geschmackssache, was einem da gefällt, worauf man Wert legt. Auf Qualität, auf dass man ein Fenster hat, auf Lautstärke, auf Platz. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen, worauf man Wert legen kann. Und ich habe mir wirklich sehr viele angeschaut. Und ja, am Ende ist es dann zu diesem Gehäuse hier gekommen. Das wollte ich haben, das habe ich euch auch im ersten Video gesagt. Und es ist tatsächlich wahr geworden. Ich habe also mein Traumgehäuse hier stehen. Aber es geht ja nicht um die Verpackung, wir räumen jetzt einfach mal das gute Ding aus seiner Kiste. Und dann schauen wir mal, was das süße Ding so kann. Ist schon eine sexy Kameraperspektive, oder? Wie immer habe ich mein kleines Messer dabei. Und damit schauen wir jetzt mal da rein, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht direkt mir schon mein Gehäuse kaputt gemacht habe. Der Moment der Enthüllung. So, jetzt haben wir das Gehäuse von seinen gröbsten Folien mal befreit. Was natürlich dabei ist, ist hier so ein wunderschönes Heftchen, wo alles Wichtige drinsteht zum Gehäuse. Lege ich aber zur Seite, schaue ich jetzt nicht rein. Was einen natürlich direkt vorne anschaut, ist das wunderschöne große Seitenfenster. Und das auch ohne Öffnungen. Auf der Innenseite ist jetzt noch eine Folie, die müssen wir gleich noch wegmachen. Dann sieht das noch ein bisschen besser aus. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das Gehäuse von außen rundum an. Kommen wir erstmal zur Front. Da haben wir natürlich einmal hier unseren... Oh Gott, jetzt habe ich so einen riesigen Finger hier im Bild. Also, da haben wir natürlich einmal unseren Kopfhöreranschluss. Dann haben wir hier den Mikrofonanschluss. Dann haben wir hier einen Reset-Knopf. Außerdem haben wir hier in der Mitte den Start-Button. Mit den Status-LEDs, wir haben zweimal USB 3.0 und zweimal USB 2.0. Das ist eigentlich auch schon die Front, was die Anschlüsse angeht. Außerdem versteckt sich an der Front aber noch was anderes, denn wir können hier draufdrücken und dann öffnet sich diese Frontklappe hier. Die können wir dann einfach zur Seite wegnehmen. Ja, was verbirgt sich jetzt hinter dieser Aluminiumfront? Die beiden Frontlüfter. Was wir hier haben, ist ein Platz für einen 280 mm Radiator. Wir können also hier zwei 140er Lüfter einbauen, wenn wir möchten. Und da sind auch schon zwei 140er Lüfter eingebaut. Die hier eingebaut sind, das sind die Corsair AF140L. Das sind Airflow-Lüfter, die allerdings ja ein bisschen weniger Features haben. Also die haben zum Beispiel nicht diesen Farbring, die sind in Grau statt Schwarz und ich denke auch ein bisschen günstiger. Sind aber trotzdem gute Lüfter. Also wenn man sich das Gehäuse kauft und keine Lust hat, Lüfter auszutauschen, kann man die schon benutzen. Da sind zwei Stück installiert vorne, was super ist. Und die sind auch, wie gesagt, Airflow-Lüfter, die auch gut Luft scheffeln. Wir werden die aber trotzdem austauschen gegen andere. Denn wir wollen ja tatsächlich diese Lüfter auch mal austauschen hier vorne durch die Retail-Version. Durch die 100 AF140er Retail-Version. Also die hier drin sind, sind im Endeffekt diesen hier nachempfunden. Aber eben, wie gesagt, das hier sind die Retail-Version Lüfter AF140, die wir da einbauen werden. Was wir auf jeden Fall dabei haben, ist ein Staubfilter. Sehr gute Sache. Immer wichtig, vor allem bei Lüftern, die Luft reinholen. Wenn da viel Staub mitkommt, dann ist bald Ende im Gelände. Kann man ganz einfach entfernen, den Staubfilter. Und hat dann hier freien Zugriff auf die beiden Frontlüfter. Aber wie gesagt, die beiden tauschen wir aus durch zweimal diese hier. Was sich hinter dieser wunderschönen Aluminiumfront nicht so alles verstecken kann. So, tun wir den Staubfilter wieder reinsetzen. Und auch die Aluminiumfront wieder draufbauen. Übrigens mit Corsair-Logo vorne. Auch sehr schick gemacht, muss man sagen. Und wie gesagt, Aluminium. Sehr geil. Problem ist nur, man sollte es besser nicht anfassen. Sonst gibt es eklige Fingertapser, die wir sicherlich nicht haben wollen. Also ich muss ein Schild dran schreiben später. Anfassen verboten. Damit sind wir mit der Front eigentlich fertig. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die Rückseite an. So, damit sind wir auch schon bei der Rückseite. Alles schön aus Stahl hier. Und das ist ja ein Full-Tower-Gehäuse. Dementsprechend haben wir hier also 9 Erweiterungsslots tatsächlich. Also da kann man viel an Grafikkarten, Soundkarten und was man alles reinbauen will, reinbauen. Und natürlich Platz für das Netzteil. Und auch am Netzteil haben wir einen Staubfilter. Passt mal auf.
Auch eine super Sache, kein Staub im Netzteil. Außerdem haben wir hier hinten noch Platz für einen 120er oder 140er Gehäuselüfter, der also Luft rausscheffeln kann. Und auch hier ist schon so ein AF-Airflow-Lüfter vorinstalliert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kompliment daran auf jeden Fall, dass schon Lüfter vorne, hinten dabei sind. Wenn man aber halt wie ich Bock hat, die auszutauschen, und auch den hier werden wir eben austauschen und durch so einen AF-140er Retail-Lüfter ersetzen. Außerdem haben wir hier oben auch noch ein bisschen Platz. Also wir wollen ja da noch einen Radiator unterbringen für unsere CPU-Kühlung, die ich euch beim nächsten Mal zeige. Und da brauchen wir also ein bisschen Platz und das haben wir hier drüber auf jeden Fall noch. Ja, wenn wir das Gehäuse jetzt mal aufmachen wollen und ich würde sagen, das machen wir, dann haben wir hier wunderschöne Daumenschräubchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wer noch Gehäuse herstellt und verkauft ohne Daumenschräubchen, der gehört geschlagen, weil die sind einfach so praktisch und die sollte jedes Gehäuse meiner Meinung nach dabei haben, haben wir hier auf jeden Fall dabei. Damit haben wir jetzt alles schon einen Blick hier auf das Seitenfenster und ich habe es ja schon gelöst, deswegen nehmen wir jetzt mal die Seite ab mit der Scheibe, mit dem Fenster. Sehr schön groß, wie man sieht. Folie lasse ich jetzt einfach mal schutzhalber dran. Das Gehäuse muss ja noch ein bisschen warten, bis der Rest meines PCs da ist. Ja, also hier innen drin erwartet uns dann natürlich die schwarze, reine Schönheit. Sehr viel Schwarz, wie gesagt. Hier hinten erkennen wir nochmal den Lüfter, vorne auch. Und wir schauen uns jetzt mal an, was wir denn innen so haben. Zum einen haben wir einmal schön hier unten zwei dicke Festplattenkäfige. Das sind zwei Stück mit jeweils drei Festplattenslots, wo wir also insgesamt theoretisch 6 HDDs, 3,5 Zoll, 2,5 Zoll, wie auch immer, unterbringen können, die man hier einfach reinschieben kann. Das Geile ist aber, diese Kästen kann man auch demontieren und hätte dann hier unten noch Platz für nochmal einen dicken Radiator. Ich habe jetzt mal eben die Rückseite abgenommen, die wäre mir sonst jetzt entgegengekommen. Also, wenn wir diese Festplattenkäfige nicht alle brauchen oder wenn wir, sagen wir mal, nur 3 Festplatten haben, dann brauchen wir ja nicht 2 Käfige, dann könnten wir die tatsächlich noch rausmontieren, die Festplattenkäfige, und hätten hier also nochmal Platz für einen Radiator unten drunter vorne, wie man sieht. Ich habe ja schon gesagt, schwarze Schönheit, das trifft sich super, weil ich ja den PC im Schwarz-Weiß-Design bauen möchte. Und dementsprechend ist es also super, dass auch die ganzen Kabel des Gehäuses, also für die Front-USB, für den Ton und so weiter, für den Anklopf und alles, dass diese Kabel alle schön in Schwarz gehalten sind, das trifft sich super. Dann habe ich keine bunten Kabel. Es gibt durchaus auch Gehäuse, wo man bunte Kabel hat hier. Und das macht dann eben das Bild ein bisschen kaputt, aber das ist alles schön in Schwarz gehalten hier. Ansonsten haben wir hinten auf der Rückseite ziemlich viele Haken für Kabelmanagementmöglichkeiten. Wir sehen ja auch schon, von der Vorderseite aus kommen ganz viele Schächte hier für Kabel, sei es für Grafikkarten oder der 24-Pin-Anschluss und vom Netzteil hier hoch, also ganz viele Kabelmanagementmöglichkeiten. Außerdem haben wir hier wirklich eine ganze Menge Platz zwischen der Rückwand und dem inneren Rücken sozusagen. Also da ist bestimmt nochmal, ja, ich weiß nicht, ich kann ja mal meinen Finger da reinlegen. Da ist auf jeden Fall noch mal mindestens eine Handbreit Platz zwischen, was sehr gut ist für Kabelmanagement. Wenn wir also jetzt hier vom Netzteil mit den Kabeln kommen und dann irgendwo hin wollen, Grafikkarte und so weiter, haben wir hier an der Rückwand noch genug Platz, um die Kabel alle zu verstauen. Auch eine sehr coole Sache finden wir hier vorne. Ich ziehe mal eben die Kamera hier rüber. Das hier, das sind nämlich tatsächlich Mounts für SSDs. Und da haben wir ganze 4 Stück an der Zahl hier vorne. Und das ist ein schraubenloses Montiersystem. Also man kann die SSDs hier einfach reinschieben und dann anschließen, was also wirklich super ist. Und je nachdem, wie man das möchte, kann man die eben so rumdrehen oder so rumdrehen. Dann sieht man von vorne nämlich die SSDs. Also man kann die Vorderseite eben nach dort machen. Und dann sieht man von der Vorderseite des PCs aus auch hinten die SSDs. Wir haben also noch schön Platz hier auch zu upgraden, was SSDs angeht. Bis zu 4 Stück, wie gesagt. Und alles ohne Schrauben. Und wenn einen aber diese Kästen oder diese Einschübe zum Beispiel stören, kann man die auch ganz einfach mit einem Griff entfernen, rausnehmen und wegtun. Also das ist echt super gemacht. So, wieder eingebaut. Also 4 Schächte für SSDs hinten. Super finde ich auch hier die große Aussparung, wo der Prozessor ist auf dem Mainboard. Denn viele CPU-Lüfter brauchen eine Montage mit Rückplatte. Das heißt, man muss hinten am Mainboard eine Platte montieren und von vorne dann den Lüfter festschrauben. Und bei Gehäusen, die nicht so eine Aussparung haben, muss man also das ganze Mainboard ausbauen, wenn man da irgendwie dran möchte. Hier haben wir eine schöne große Aussparung und haben also da die Möglichkeit, immer dran zu kommen für die Rückplatte vom CPU-Kühler. Oben haben wir natürlich auch noch Platz für CD-Laufwerk und so weiter, wobei sowas ja kaum noch einer benutzt heutzutage. Und auch hier haben wir also viele Kabelmanagement-Möglichkeiten. Hier vorne haben wir auch noch was Wichtiges. Da haben wir nämlich in dem einen Schacht für die Festplatten unser Zubehör. Also da haben wir eben Schräubchen, Kabelbinder, ja, was man eben zur Montage braucht. Das müssen wir gut aufbewahren, das brauchen wir ja dann noch beim Zusammenbau. An der Oberseite haben wir noch dieses wunderschöne Netz hier. Das ist natürlich, also darunter kommt der Radiator, da kommt jetzt zum Beispiel hier unsere Kompaktwasserkühlung hin. Die kommt hier dran, der Radiator mit den Lüftern. Und auf der Oberseite haben wir dann hier dieses Netz. Und das Geile ist halt, dass man das einfach abnehmen kann. Das ist nämlich zum einen flexibel, dient auch natürlich als Staubfilter und das hat schon Magneten dran befestigt. Das ist ein richtig cooles Ding, das habe ich so bei anderen Gehäusen auch noch nicht gesehen.
Man kann das also jederzeit abnehmen, um es zum Beispiel zu reinigen, wenn man das möchte. Außerdem ist natürlich dann hier die Montage der Lüfter leichter, ne? Und das kann man also einfach abnehmen, reinigen und dann zack, wieder drauflegen und das hält. Finde ich richtig genial, diese Lösung hier oben mit diesem Netz. Und es sieht auch einfach nur schick aus. Ja, zu den Lüftern hier habe ich ja schon was gesagt, die hat Corsair mitgeschickt. Das waren auch die, die ich verbauen wollte. Ich hatte ursprünglich ja BeQuiet-Lüfter geplant, dann hatten aber auch welche in den Kommentaren geschrieben, ich soll lieber Corsair-Lüfter nehmen. Deswegen habe ich jetzt dreimal hier den AF140. AF steht für Airflow, 140 steht für die Größe, für den Durchmesser. Und das Coole ist halt bei denen, die sind an sich nicht beleuchtet, sondern ich werde ja LEDs ins Gehäuse packen. Die haben halt diesen Ring, der jetzt hier gerade rot ist, aber da sind noch zwei Ersatzringe drin, nämlich einmal in Blau und einmal in Weiß. Und wir werden natürlich Weiß nehmen für unser Schwarz-Weiß-Design. Und die Airflow-Lüfter, die haben die Eigenschaft, dass sie sehr viel Luft reinscheffeln können, aber da muss man aufpassen, dass nichts dahinter ist, was die Luft wieder rausdrückt. Im Gegensatz dazu werde ich nämlich auf meine Kompaktwasserkühlung diese beiden Lüfter hier packen. Das sind SP140-Lüfter von Corsair, die hat auch Corsair zur Verfügung gestellt. Und deren Eigenschaft, das SP, das steht für Static Pressure. Und die haben eben eine andere Form. Und deren Eigenschaft ist eben, dass sie besonders viel Druck erzeugen können. Die sind also besonders gut geeignet, um auf Radiatoren und so weiter platziert zu werden, wo also viel Luft durchgedrückt werden muss. So viel also zu den Lüftern. Das ist natürlich jetzt ein sehr geräumiges Gehäuse. Ist ja auch ein Full-Tower-Gehäuse. Es gibt aber aus dieser Obsidian-Serie zum Beispiel auch noch das... Also ich habe das 750D, es gibt aber zum Beispiel auch noch das 450D, das ist ein normales Midi-Tower-Gehäuse. Es ist halt ein bisschen kleiner, hat aber auch ein Fenster, hat die ähnlichen Möglichkeiten. Das Ding hier kostet jetzt so um die 160 Euro ungefähr. Und zum Beispiel der kleinere 450D kostet 120. Ansonsten, wem das zu teuer ist, das sind natürlich jetzt schon sehr krass gute Gehäuse. Es gibt auch von Corsair zum Beispiel günstigere, um die 50 Euro, teilweise ohne Fenster. Also da gibt es die volle Breite. Generell kann ich Corsair einfach empfehlen. Ich wollte auch das halt haben. Und ja, ich finde, es ist halt super verarbeitet. Es gibt einfach hier bei diesem Gehäuse, gab es halt viele Argumente für mich, die dafür gesprochen haben. Also ich muss sagen, da hat für mich einfach alles rundum gepasst, was die Argumente anging, und deswegen war das jetzt mein Traumgehäuse für meinen PC. Bei anderen Leuten sind die Prioritäten vielleicht anders oder die möchten ein bisschen was Kleineres. Ja, ich würde sagen, damit bin ich jetzt mit dem ersten Unboxing und der ersten Vorstellung der Funktion dieses Gehäuses und warum ich dieses haben wollte, bin ich dann auch schon durch. Ihr werdet das aber natürlich nochmal sehen, spätestens dann beim Zusammenbau. Also wenn wir dann den Rechner zusammenbauen, da werdet ihr den auch in Action sehen oder das Gehäuse auch in Action sehen, und dann seht ihr auch, wie das alles aussieht, wenn da mal die ganzen Teile drin sind mit dem Fenster. Insofern kriegt ihr da noch mal mehr von zu sehen, aber das war es jetzt erstmal mit diesem kleinen Unboxing. Und beim nächsten Mal habe ich wahrscheinlich direkt schon das nächste Hardware-Teil von Corsair für euch, nämlich die CPU-Kühlung. Da habe ich mich dann für den kleinen Kollegen hier entschieden, eine H110i GTX Kompaktwasserkühlung, die dann tatsächlich hier oben hinkommt, da wo jetzt Platz ist für den Radiator. Die hat nämlich 240er, also ein 280er Radiator, das kommt also oben hin. Und das würde ich dann euch beim nächsten Mal unboxen und zeigen. Insofern könnt ihr euch da schon mal drauf freuen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Feedback, Kommentare, ja, wie gesagt, Fragen zu dem Gehäuse oder sonstiges, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche eure Fragen und alles zu beantworten. Und ich glaube, damit ist alles gesagt. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wie gesagt, alles andere in die Kommentare. Ich bin raus und bis zum nächsten Video zu Project X oder wie auch immer es heißt. Euer Walle. Bye, bye.